Frau Brühlhardt, 2 zu 3 mitten am Schluss Furiosum. Wie hätte man da können mindestens einen Punkt mitnehmen? Ja, ich glaube, es ist ein Spiel, das auf beiden Seiten kippen kann. Es ist extrem hektisch, es ist extrem kampfbetont gewesen. Wir haben sicher ein paar Aktionen, wo wir uns richtig dumm anstellen, wo wir auch mit den Gedanken nicht so schnell sind wie IB. Aber ich glaube, schlussendlich sind genug Chancen da auf beiden Seiten, dass wir können, dass sie können, dass es ein Unentschieden gibt. Es hätte alles können passieren heute. Wie haben Sie den Match gesehen, vor allem dadurch, dass beide Gegner einander ein bisschen Platz gelassen haben? So dass es wie zu wenig Frau auf Frau Aktionen gab. Und dann, wenn sie gekommen sind, hat meistens Sport und auch recht ein harter Match. Wieso ist das passiert? Ich glaube, IB spielt ein System, das immer sehr viel Räume auf der anderen Seite zulässt. Man dann probiert das auszunutzen und schnell wechseln. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind sie einfach volle Pulle, 100% auf den Ball gerannt. Und entweder haben sie die Spielerin gehabt oder wir haben den Ball genug früh können schlagen. Oder es hat einfach einen riesen Zweikampf gegeben. Es ist nicht sehr angenehm zum Spielen. Und auch wir haben nachher Mühe gehabt, um immer wieder nachschieben. Es hat grosse Lücken zwischen den Linien gegeben. Und dann kommt es halt mega oft dazu, dass man einfach 100% in den Ball reinrennt. Und dann hat man halt mal die Spielerin, man hat mal den Ball. Es sind sehr, sehr unangenehm. Noch ein Spiel zum Spielen. Es ist auch eine neue Saison, ein neuer Trainer. Man sieht ein bisschen vom Modell de la Casa ist noch da, aber ihr habt es leicht abgeändert. Was sind die Hauptunterschiede für Sie? Ja, ich glaube, wir versuchen schon viel, was wir unter dem Dela gelernt haben, noch mitzunehmen. Wir versuchen, das One-Touch-Spiel zu machen. Wir versuchen, den Angriff schnell auszuführen und umschalten. Wir versuchen aber auch jetzt mittlerweile ein bisschen über Leiter spielen. Also vielleicht auch mal hinten rum, bis wirklich die Lücke rum ist. Ein bisschen geduldiger spielen. Zum Teil können wir das schon sehr gut umsetzen, aber es gelingt uns wirklich noch nicht so, wie wir das gerne möchten. Wir haben zwar die ersten zwei Spiele gewonnen, aber ich glaube, spielerisch müssen wir definitiv noch eine Schippe drauflegen. Es sind auch neue Spielerinnen da, wo man sich sicher auch zuerst noch ein bisschen finden muss, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen unser System noch nicht so ganz gefunden. Was bedeutet diese Saison jetzt für Sie, nachdem Sie letzte Saison kurz vor dem Ende einer Ära waren, nachher bei GC aufgehört, dann aber wird bei Luzern eingestiegen und jetzt da plötzlich, wo Sie halt auch müssen, als eine der Älteren, so tut es mir leid, Verantwortung übernehmen, gerade Leader werden. Wie sind Sie diese Rolle nie gewachsen in den letzten paar Monaten? Ich glaube nicht, dass ich in eine Rolle reinwachsen musste. Wenn ich auf dem Spielfeld gestanden bin, bin ich immer eine, die viel versucht hat, Mitspielerinnen zu pushen, positiv zu unterstützen, selber mit Aktionen, einen Akzent setzen in einem Spiel, Ball zu erobern, aggressiv spielen. Das war schon immer meine Spielweise. Jetzt, klar, wird sich vielleicht ein bisschen mehr darauf verlassen. Jetzt hat es vielleicht noch ein paar andere Spielerinnen gehabt, die das haben können übernehmen. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen mehr gefordert, aber ich glaube, das ist nicht eine Rolle, in der ich reinwachsen musste. Ich bin immer noch genau die, die ich auch vor einem Jahr und vor zwei Jahren schon war. Jetzt ist die Saison gut gestartet. Heute das erste Mal ein kleines negatives Erlebnis, Punktwert hineingelegen. Wie ist der Fazit vom Saisonanfang und was ist der Ausblick, was noch in dieser Saison mit dem FC Luzern logo? Ich glaube, der FC Luzern hat das gleiche Problem gehabt wie GC in den letzten paar Jahren, als ich noch dort war, dass man meistens einfach sehr langsam mit der Saison gestartet ist, viele Punkte vergeben hat, viele Punkte, die dann halt am Schluss von der Saison nachher gefehlt haben. Und jetzt gerade mit dem Spielplan, den wir haben, mit St. Gallen, IB, Rapperswil, Yverdon, Aarau, die jetzt noch kommen, haben wir genau gewusst, dass das uns nicht passieren darf. Wir dürfen den Start nicht verschlafen. Heute hätten wir gerne einen Punkt, hätten wir gerne eigentlich 3 Punkte wollen holen, aber ich glaube, wir sind trotzdem immer noch an einem guten Punkt. Wir müssen das jetzt wieder erholen und gegen Aarau und Yverdon nochmals Punkte Maximum rausholen und dann kann man wieder evaluieren. Mallory, 2 buts aujourd'hui, une victoire 3 à 2. Comment est-ce que tu as senti ce jour ici, demi-semaine à Luzerne? C'était un match compliqué, mais on savait que ça allait être dur. On savait qu'on allait rien lâcher jusqu'à la 90e minute et on savait que de toute façon on pouvait le faire. C'était dans la tête et on s'est bien battu pour pouvoir continuer à garder le ballon et à avoir des actions pour garder la balle. Pourquoi est-ce que tu penses que ce match a été dur car vous avez mené 2-0? Oui, on menait 2-0, mais même à 2-0, le match n'est jamais fini avant la 90e minute. Oui, je pensais aussi, aujourd'hui vous avez laissé l'adversaire un petit peu d'espace, ce que vous n'avez pas fait le premier match où vous avez gagné. Expressivement. Maintenant, la même chose que comme contre Basel, vous les laissez un petit peu d'espace et puis elles retournent dans le jeu. Pourquoi? C'est une manière de jouer. Après, chaque match est différent, chaque adversaire sont différents et on essaie de faire le mieux et bloquer les espaces pour éviter les longues balles et gagner les duels et pouvoir avoir la balle.
Maintenant, aujourd'hui, il a fonctionné. Vous avez 3 points de plus. Comment est-ce que tu analyses ce début de saison aussi avec la Coupe? Ouais, c'est bien. On a gagné 2 matchs en championnat, 1 égalité et 1 match de Coupe gagné. On continue, on veut faire plus et on va continuer à ramener 3 points à la maison. Et pour ta compte personnelle, tu as pensé et croyé d'avoir tellement de minutes comme tu as eu maintenant? Je ne pensais pas forcément avoir autant de temps de jeu, mais je suis contente que l'entraîneur me fait confiance et je compte tout donner à chaque match et continuer à garder ma place. Et jouer à gauche, à droite ou au milieu, où est-ce que tu préfères jouer dans ce 4-3-3? En général, sur les côtés, à gauche ou à droite, c'est égal pour moi, mais plutôt sur les côtés. Herr Bachmann, 2-3 heute, es fühlt sich ein bisschen nach zu wenig an. Man hätte den Punkt noch holen, was glauben Sie? Ganz klar, also wir sind von dem her nicht zufrieden. Weil es wäre eigentlich ganz klar mehr drinnen gelegen. Wenn man den ganzen Match anschaut, haben wir viele Chancen gehabt, gerade in der Anfangsphase. IB geht dann kurz darauf ab, 1-0 in Führung, dann mit 2-0. Zum Glück haben wir dann Anschlusstreffer machen und in der zweiten Halbzeit haben wir mit dem Doppelwechsel noch eine neue Impulse geben und dort 2-3 Chancen gehabt. Es wäre eigentlich verdient gewesen, wenn wir 2-2 hätten gemacht und im Gegenzug gibt es dann das 3-1 für IB. Eigentlich Eigenfehler gemacht. Wenn man jetzt die 3 Goal anschaut, die IB schießt, waren es mehr oder weniger Eigenfehler gewesen. Wenn wir den Match so anschauen, IB geht zwar 2-0 in die Führung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass IB immer besser ist. Ich habe gefunden, beide Teams haben einander ein bisschen zu verrückt gelassen. Wie haben Sie das gesehen? Es ist so, dass wir auf einem grossen Platz haben gespielt haben. Wir sind es nicht so gewöhnt, normalerweise auf einem so grossen Platz spielen. Das hat gewisse Abstimmungsprobleme gegeben im Mittelfeld. Das ist so, dort waren die Räume viel zu gross gewesen, aber auf beiden Seiten, so wie ich es beurteilt habe. Da müssen wir sicher daran arbeiten, dass wir noch etwas kompakter werden, dass eben die Räume geschlossener sind, dass wir gute Abstände haben zwischen den Linien und auf die Seiten. Da haben wir sicher noch Potenzial, aber ich bin genau gleicher Meinung, wir sind noch dran. Wenn ich sehe, dass sich IB massiv verstärkt hat über die letzte Saison, muss ich sagen, ich bin ein bisschen weit stolz, wie sich das Team heute gewehrt hat gegen die. Es war ein anderes Kaliber, als wir gegen St. Gallen gespielt haben oder Rappi. Aber von dem her sind wir auf einem guten Weg und sind dran, dass wir auch gegen ein Team, das ja, gute Qualität hat, auch mithalten können. Sie haben gerade den guten Start angesprochen. Das 3-2 in Rapperswil war sicher gut gewesen, aber die 2 Gegengol sicherlich nicht das, was sie wollten. Die hätten dann müssen mehr Goal schießen und weniger bekommen. Gegen St. Gallen haben wir alles richtig gemacht und dann kommt heute trotzdem ein Wechsel, Lia Kamber, der recht wichtig war, euch im Mittelfeld in diesen 2 Ostschweiz-Ausflügen ist heute auf der Bank gesessen. Was sind die Überlegungen? Die Überlegungen waren ganz klar. Sie war im Trainingslager mit der Nazi U17, hat dort 2 intensive Matches gehabt. Und aufgrund von dem haben wir sie zuerst nicht spielen lassen. Wir wussten, sie hat Qualität. Es ist auch gut, wenn man auf der Bank Qualität hat. Und sie nachher von draußen reinbringt. Das ist eine sehr interessante Spielerin, macht eigentlich einen super Job auf dem Platz und ich bin überzeugt, die wird uns in der Zukunft, in den weiteren Spielen, sehr viel können helfen. Jetzt 3 Siege und 1 Niederlage zu dem Saisonstart. Wie beurteilen Sie da Ihre Übernahme vom FC Luzern? Ja, es war so ein bisschen gemischt am Anfang, weil doch 8 Spielerinnen zurückgetreten sind oder ins Ausland sind gegangen. Es hat nach einer Art Neuaufbau ausgesehen. Wir haben aber die ergänzt mit eigenen Nachwuchsspielerinnen, eben wie beispielsweise Lia Kamber, aber auch Jamie Kennel, die einen guten Job macht, die sehr nah dran sind, auf dem Niveau AWSL spielen. Von dem her sage ich, wir haben es gut kompensiert, also es braucht noch etwas Zeit. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Die kommt wahrscheinlich, wo Xander Luzern am Ende von dieser ersten Runde sozusagen. Also unser Ziel vom Team ist ganz klar in die Playoff kommen. Rang 5 bis 7 ist sicher realistisch, ist machbar, so wenn ich die ganze Konstellation jetzt anschaue, nachdem dass ich jetzt
doch ein paar Wochen oder Monate jetzt bereits im Amt bin und so ein bisschen gesehen habe, wie wir uns entwickelt haben, gegen welche Gegner das wir gespielt haben, können wir sicher mithalten. Ich schätze, wie gesagt, Rang 5 bis 7 ist machbar. Ich gehe jetzt noch eine direkte Frage. Ich hoffe, Sie erlauben mir das. Der Urs Bachmann, den hat man nicht gerade erwartet, als ersten Namen, den Luzern nennt. Wir haben gewusst, Sie sind in Solothurn schon sehr arriviert gesehen, haben dort viel gemacht. Auch. Wieso plötzlich der Entscheid, doch noch mal oben anzugreifen? Ja, es hat sich eigentlich zufälligerweise ergeben. Durch das, dass eine Spielerin Testtrainings gemacht hat, hatte ich sehr engen Kontakt mit dem Sandro Waser. Und von dem her haben wir mehrere Gespräche geführt und ich habe mich dort sofort wohl gefühlt. Ich bin aufgenommen worden bei einer grossen Familie. Aber auf die Frage zurückzukommen, habe ich einfach gesagt, 8 Jahre Frauenfußball aufgebaut, SCD-Ding und die ganze Integration, die ich eigentlich auch noch geführt habe zum FC Solothurn, habe ich gesagt, jetzt würde ich es eigentlich gerne jemand anderem übergeben. Ich habe das 8 Jahre gemacht, Strukturen aufgebaut. Und ja, ich habe es in gute Hände geben mit dem Julian Cecon. Der macht einen guten Job. Von dem her habe ich einfach gesagt, jetzt will ich nochmal, wenn ich schon die Chance habe, den nächsten Schritt noch wagen. Dann verspricht man nicht nur eine Übergangslösung, sondern steht zum Bleiben. Das ist eine schwierige Frage. Jetzt nach ein paar Wochen. Die kannst du mir irgendwie im März mal stellen. Mache ich dann. Merci. Okay. Frau Wimmenhorst, 3:2 steht es am Schluss. Man kann sagen, klar, aber auch ein bisschen glücklich mit diesem Schluss Furiosum von Luzern. Was war da los? Ich finde, dass das Ergebnis im Ganzen nicht glücklich ist, weil ich glaube, dass wir über das Spiel hinweg die klareren Torchancen hatten. Und ich glaube, dass wenn man nur mit einem Tor Vorsprung in diese letzten 5 Minuten geht, ist das immer so ein mentales Ding auch. Dann hat das gar nicht unbedingt was mit der spielerischen Qualität davor zu tun. Und dann passieren, glaube ich, immer noch mal, dann bringen die viele hohe Bälle rein, es ist rutschig gewesen, der Boden war denn nass. Ich glaube, dann passiert immer mal sowas. Aber ich sage, im Endeffekt, glaube ich, war das ein verdienter Sieg heute. Ich habe nicht was anderes gesagt. Ich sage nur, genau wie Sie auch, wenn man die besseren Spielanteile hat, was ich auch finde, müsste man halt 4 oder 5:2 führen zu diesem Zeitpunkt. Warum nicht? Genau, das ist so ein bisschen so die Chancenverwertung, das stimmt. Da können wir uns noch ein bisschen verbessern, ne? Da müssen wir noch dran schrauben. Da haben wir manchmal einfach zu unclever oder dann zu lang gewartet. Aber ich glaube, in allem haben wir einen riesen Schritt gemacht, zur Vorbereitung jetzt schon eine gute Entwicklung hingelegt. Und deswegen kann ich auch nicht zu meckerig mit den Mädels sein. Ich habe heute gefunden, dass sich beide Teams etwas Raum gegeben haben, etwas Platz. Nun meinte die Luzernerin, dass sie in der Analyse das gesehen hat. Und auch Mallory Grange meinte, dass das euer Spiel ist, dem Gegner etwas Raum zu lassen. Würden Sie das bestätigen? Weil ich glaube, da war einfach zu wenig Frau-auf-Frau-Deckung unterwegs. Oh nee, das würde ich nicht bestätigen. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, dass wir eigentlich immer probieren, dem Gegner Stress zu machen. Weil im Fußball kommt es darauf an, dass man dem Gegner keine Zeit gibt, gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich immer so unsere oberste Prämisse in der Defensive. Und so glaube ich, dass wir schon probiert haben, immer am Mann zu sein. Und halt eben auch gerade gegen Luzern, die halt viel dann auch mit langen Bällen, auch aus dem Druck heraus agieren, einfach immer hinten die Tiefe zu blocken und die Laufwege zu blocken und dort auch am Mann zu sein. Und deswegen würde ich das nicht so unterschreiben wie die beiden Mädels davor. Genau, Fakt ist, es ist dann etwas geschehen. Natürlich auch ein bisschen dem Platz zu schulden und dann dem Regen. Und so gab es dann halt auch wirklich Platz für Luzern für diese 2 Tore, die, man kann fast daran sagen, nicht nötig gewesen wären aus Sicht von den Young Boys. Was müssen Sie da im Umschaltmoment noch korrigieren? Ja, ich glaube, dass wir da uns selbst dann manchmal einfach das Leben schwer machen. Dann klären wir das erste Mal, klären wir das zweite Mal. Das sind dann immer so doppelte Schüsse, die dann da reingehen. Und ich glaube, da einfach klarer zu bleiben. Und natürlich auch bei dem ersten Tor muss man sagen, da wurden wir halt auch überspielt, weil unser Pressing nicht gegriffen hat. So, das war dann natürlich auch eine Situation, die man nicht immer umgehen kann, wenn man so mutig und hoch presst. Aber in allem würde ich schon sagen, dass wir wenig Torchancen zulassen. Wir haben ja die Vorbereitung mit Ihnen etwas mitgemacht, 2 Spiele da gezeigt live. Ich habe das Gefühl, in der Vorbereitung sehr souverän, aber die Gegner waren auch nicht immer gerade auf Augenhöhe zu den Young Boys. Dann der Saisonstart, der sehr gut anfängt. Basel ist dann vielleicht weniger gut heute.
wichtige 3 Punkte. Was ist Ihr Fazit von diesem ganzen Beginn der Saison? Genau, ich glaube, wir haben lange gebraucht, um erstmal so eine andere Spielphilosophie zu verstehen, so eine andere DNA reinzubekommen, weil die am letzten Jahr schon, sich zum letzten Jahr sehr groß verändert hat. Und ich glaube, da muss man so einer Mannschaft auch Zeit geben. Ne? So Dinge, wenn man sonst immer viel verschiebt und auf Fehler des Gegners wartet, jetzt aktive Balleroberung hat, viel nach vorne verteidigen will, dauert das erstmal, bis alle Mädels das so umsetzen. Und natürlich auch eben im Ballbesitz einfach diese Ruhe zu bekommen, die Sicherheit zu bekommen. Und über Erfolge ist eigentlich so das beste Mittel, um so einer Mannschaft ein bisschen Mut auch mitzugeben. Und ich würde sagen, dass auch das Spiel gegen Basel ein voller Erfolg war. Weil, dass wir da einen Punkt mitnehmen, finde ich für uns gut in Basel. Das war wirklich auch da eine gute Mannschaftsleistung, eine sehr engagierte Leistung. Und ich glaube, dass wir im Laufe der Saison einfach noch stärker werden können.